Eine Krise irgendwo in der Welt. Deutsche Staatsbürger sind in Gefahr. Letztes Mittel, um ihnen zu helfen und sie in Sicherheit zu bringen, eine militärische Evakuierung über die See. Alle Teile der Streitkräfte sind gefordert. Schon 48 Stunden vor der Operation beginnt die Luftwaffe mit 2 Tornados des Aufklärungsgeschwaders 51 Immelmann das Einsatzgebiet aufzuklären. Infrarote und optische Bilder ermöglichen eine genaue Lagebeurteilung. Vor der Küste patrouilliert die Fregatte Niedersachsen und überwacht den See- und Luftraum zum Schutz der Operationen an Land. Als schwimmende Operationszentrale kontrolliert sie nicht nur die Luftbewegungen, sondern den Gesamtablauf der schnellen Evakuierung. Ihre Bordhubschrauber vom Typ Sea Lynx übernehmen sowohl Sicherungs- als auch Transportaufgaben, je nachdem, wie es die Lage erfordert. Ein Seefernaufklärer vom französischen Typ Breguet Atlantique. Dieser flüsternde Riese kann etwa 12 Stunden in der Luft verbleiben. Eine fliegende Relaisstation für den Funk- und Fernmeldeverkehr. Sie hat wertvolle Dienste bei der Seeraumüberwachung, zuletzt im Rahmen der Operation Enduring Freedom am Horn von Afrika geleistet. Die größte Gefahr für die Schiffe lauert unter Wasser. Minen sind eine heimtückische Waffe. Effektive Seeminenabwehr ist eine deutsche Spezialität. Bereits im Zweiten Golfkrieg leistete das hier gezeigte System hervorragende Dienste. Der Minensucher Hameln mit 4 fernlenkbaren Drohnen vom Typ Seehund. Ursprünglich wurde das System unter dem Namen Troika eingeführt. Diese beim Minensuchen unbemannten Seehunde simulieren magnetisch oder akustisch größere Schiffe. So bringen sie die vorhandene Mine zur Detonation, ohne den Minensucher selbst zu gefährden. Aber nicht nur unter Wasser muss aufgeklärt werden. Die gesamte Umgebung des Einsatzgebietes wird vom Flottendienstboot Oste abgesucht. Die Oste kann aus sicherer Entfernung von hoher See mit ihren leistungsfähigen Sensoren bis weit in das Hinterland hinein Funkverkehr auffangen. Um möglichen Bedrohungen sofort zu begegnen und das Risiko für die eigenen Kräfte so klein wie möglich zu halten, stehen Kampfflugzeuge bereit. Die modernen Eurofighter EF-2000 vom Jagdgeschwader 73 Steinhoff leisten Begleitschutz und begegnen effektiv jeder Bedrohung aus der Luft. Die beiden Jagdbomber Tornado des Jagdbombergeschwaders 33 können mit ihren Präzisionswaffen punktgenau Feuerkraft am Boden entfalten. Nun folgt der entscheidende Schritt, die Landung des maßgeschneiderten Einsatzkontingentes der Bundeswehr. Hier arbeiten Fallschirmjäger und Kampfschwimmer zusammen als Voraus- und Sicherungskräfte. Überraschung, Schnelligkeit und gute Koordination haben oberste Priorität. Ein Transportflugzeug C-160 Transall der Luftwaffe setzt den Fallschirmspezialzug des Fallschirmjägerbataillons 261 in 3000 Meter Höhe ab. Zur Aufklärung und Sicherung des Evakuierungspunktes werden diese Experten der Division Spezielle Operationen per Fallschirm 72 bis 24 Stunden vor der Landung der Hauptkräfte in den Einsatzraum gebracht, grundsätzlich in der Nacht. Getrennt marschieren und vereint schlagen. Kampfschwimmer der Marine tauchen auf, erkunden und sichern das Gelände vor dem Evakuierungspunkt. Ihre besondere Ausbildung, Ausrüstung und gute Bewaffnung ist für diese Aufgabe ausgelegt. Das U-Boot U-24 hat schon längere Zeit vor der Küste verdeckt operiert. Aus seinen Torpedorohren werden die Kampfschwimmer ausgeschleust. U-Boote können in unmittelbarer Nähe kritische Objekte unentdeckt und ausdauernd aufklären. Der Einsatzgruppenversorger Frankfurt unterstützt Schiffsgeschwader im Einsatz. Die Tender Werra und Main sind auf die logistische Unterstützung von Bootsgeschwadern spezialisiert. Ihre Hubschrauber-Landedecks werden für die Evakuierung über See genutzt. Zudem kann die Frankfurt, wie ihr Schwesterschiff Berlin, die vor Sumatra für die Tsunami-Opfer hervorragende Arbeit geleistet hat, das Marine-Einsatzrettungszentrum zur medizinischen Versorgung an Bord betreiben.
Auf dem Tender Werra startet ein Sea King-Hubschrauber des Marinefliegergeschwaders 5. Dieser allwettertaugliche Helikopter wiegt fast 10 Tonnen und kann im Notfall bis zu 21 Personen an Bord nehmen. Er fliegt weitere Soldaten der Division Spezielle Operationen mit ihrer Ausrüstung ein. Er setzt seine Soldaten im sogenannten Fast-Roping-Verfahren ab. Diese Methode ist schnell, überraschend und auch in schwieriger Umgebung möglich. Ein zweiter Hubschrauber landet weitere Fallschirmjäger am Boden an. Transporthubschrauber vom Typ CH-53 der Heeresflieger bringen die Hauptkräfte, schweres Gerät und Fahrzeuge in mehreren Wellen in den Einsatzraum. Unterdessen sichern die Eurofighter den gesamten Luftraum und patrouillieren im oberen Höhenband. Geführt werden sie von dem in großer Höhe fliegenden Frühwarn- und Kontrollsystem AVEX, das in Gallenkirchen stationiert ist. Die Menschen in Not müssen sich zu festgelegten Zeiten an den Evakuierungspunkten sammeln. Diese werden in Abstimmung des Verteidigungsministeriums mit dem Auswärtigen Amt festgelegt. An den Evakuierungspunkten befindet sich ein Vertreter der deutschen Botschaft als Ansprechpartner für die Schutzbefohlenen. Heute ist es nur eine kleine repräsentative Gruppe. Im Ernstfall können es natürlich viel mehr Menschen sein. Genau das soll mit der Übung European Challenge trainiert werden. Der von den Heeresfliegern im Hinterland abgesetzte Fahrzeugkonvoi trifft ein. Er soll den geschützten Transport zu einer sicheren Einsatzbasis ermöglichen. Ein Führungsfahrzeug vom Typ Wolf, ein Mungo und mehrere Dingos. Dazwischen ein Sanitätsfahrzeug vom Typ Wiesel, das den Liegentransport eines Patienten erlaubt. Zur Sicherung werden sie von 4 Waffenträgern Wiesel begleitet, ausgerüstet mit 20 mm Maschinenkanonen oder TOW-Panzerabwehrraketen. Die ankommenden Soldaten übernehmen die sofortige Rundumsicherung. Der militärische Führer ergreift die Initiative, versucht die Schutzbefohlenen zunächst zu beruhigen und er erläutert die erforderlichen Maßnahmen. Trotz des enormen zeitlichen Drucks im Ernstfall ist eine sorgfältige Personen- und Gepäckkontrolle unabdingbar. Vergleichbar mit den Sicherheitskontrollen an jedem Flughafen. Besonders geschulte Feldjäger durchsuchen die Personen, erfassen die Personaldaten und weisen gegebenenfalls Unberechtigte zurück. Kampfmittelspürhunde übernehmen die Gepäckkontrolle. Ein integrierter, luftbeweglicher Ärztetrupp kümmert sich um die medizinische und psychologische Betreuung. Gleich geht's in Sicherheit, dann alles hier vorbei. Anschließend werden die Schutzbefohlenen durch Fallschirmjäger für die Evakuierung über See vorbereitet. Die Kampfschwimmer sichern in der Zwischenzeit die seewärtige Rampe für den Abtransport. Bewaffnete Wieselkettenfahrzeuge sichern im Ernstfall weiträumig den Evakuierungspunkt. Sie sollen jede Bedrohung für die Schutzbefohlenen und das Evakuierungsteam frühzeitig aufklären und gegebenenfalls neutralisieren. Bei der inneren Sicherung des Evakuierungspunktes werden die Mannschaften von Kampfmittel- und Personenspürhunden unterstützt. Diese können bei den Gepäckkontrollen mögliche Gefahren durch eingeschleusten Sprengstoff frühzeitig erkennen. 3 Personen benötigen unverzüglich Hilfe. Ein Ärzteteam kümmert sich um sie. Sie müssen ausgeflogen werden. Militärisch heißt diese Aktion Medevac. Ein Sea King-Hubschrauber wird dafür vom Tender Main abgerufen. Der Hubschrauber fliegt zur Frankfurt mit ihrem Marineeinsatzrettungszentrum. Diese leistungsfähige Sanitätseinrichtung hat sich im humanitären Hilfseinsatz vor Sumatra auf dem Schwesterschiff Berlin bestens bewährt. Hier sind die 3 Staatsbürger in guten Händen. Die anderen unverletzten Personen werden auf dem Seeweg evakuiert. Diese Option kommt dann in Betracht, wenn andere Land- oder Luftwege im Ernstfall nicht nutzbar sind. 2 große Schlauchboote werden dafür von den Schiffen ausgesetzt
und laufen Richtung Strand. Zwei Schnellboote des zweiten Schnellbootgeschwaders decken ihren Einsatz. Mit starker Bewaffnung, hoher Durchsetzungsfähigkeit, Manövrierfähigkeit im Küstenvorfeld und geringem Tiefgang sind sie besonders geeignet, um Menschen in unmittelbarer Küstennähe zu übernehmen und in Sicherheit zu bringen, auch unter Bedrohung. Die Schlauchboote bringen die Geretteten zu den beiden Schnellbooten S-79 Wiesel und S-65 Sperber. Sie haben in Strandnähe gestoppt. Das Schnellbootpersonal sichert vor möglichen Attacken. Die Geborgenen werden an Bord der Schnellboote genommen und dort weiter betreut. Dann verlassen die Schnellboote mit hoher Fahrt die potenzielle Gefahrenzone. Sie ziehen sich auf hohe See, das heißt in internationale Gewässer, zurück. Die Schlauchboote halten sich in sicherer Entfernung für ihre weiteren Aufgaben bereit. Damit ist die Hauptphase der Operation abgeschlossen. Das Ziel ist erreicht. Die Schutzbefohlenen sind in Sicherheit. Es beginnt nun die geordnete, zeitlich gestaffelte Rückführung. Zunächst fliegen die Sea King-Hubschrauber zeitlich versetzt an und nehmen die Soldaten der Division spezielle Operationen auf. Der Konvoi verlegt zum Landeplatz, wo die Soldaten und ihr Material von den Transporthubschraubern CH-53 aufgenommen und anschließend ausgeflogen werden. Die Kampfschwimmer lassen sich durch ein Schlauchboot abholen. Die blitzschnelle Aufnahme, Rapid Ramassage, ist schwierig und muss deshalb immer wieder geübt werden. Ein Tornado in der Aufklärungsrolle überfliegt abschließend das Einsatzgebiet, um den Operationserfolg zu dokumentieren. Schließlich im Vorbeiflug das Frühwarn- und Kontrollsystem E3A AVAX. Normalerweise patrouilliert der Jet in einer Höhe von 9500 Metern. Aus dieser Höhe kann die E3A einen Umkreis von mehr als 300 Kilometern überwachen. Über digitale Datenverbindungen können die Informationen direkt mit Befehlshabern am Boden ausgetauscht werden oder per Datenlink in die Operationszentralen der Seestreitkräfte eingespeist werden. Und zum Abschluss der Übung formieren sich die Marineeinheiten in Kiellinie. Die Übung ist damit erfolgreich beendet.